Hallo und herzlich willkommen zu einem neuen Review von MSITC. Ich stelle heute ausnahmsweise keine neuen Taschenlampen vor, sondern ein neues Produkt von NightEye. NightEye, vielen wahrscheinlich noch bekannt durch die hervorragende i30 Taschenlampe, die letztes Jahr erschienen ist, hat einen Tactical Pen am Start. Und zwar den NightEye K1 Tactical Pen oder ausführlich den NightEye K1 Tactical Defense Pen. Was hier die Selbstverteidigungsmöglichkeiten angeht, die ein solcher Stift bietet, darauf möchte ich an dieser Stelle ja gar nicht allzu tief eingehen. Wer sich dafür interessiert, dem empfehle ich einfach im Internet nach dem Stichwort Kubotan zu recherchieren. Ansonsten beschränke ich mich hier auf eine Demonstration der tatsächlichen Fähigkeiten, die dieser Stift bietet, und werde das auch gleich in einem Praxistest demonstrieren. Generell ist der NightEye K1 Tactical Pen in zwei Ausführungen erhältlich. Er wird in dieser schicken Geschenkbox ausgeliefert und enthält eine kurze Bedienungsanleitung. Mehr gibt es eigentlich zum Stift selber nicht zu sagen. Gefertigt ist er aus hochwertigem Flugzeugaluminium, strapazierfähig auf jeden Fall, und macht nicht nur äußerlich einen sehr eleganten und hochwertigen Eindruck, er ist auch qualitativ sehr gut. Angefangen beim goldenen Druckknopf aus 24-karätigem Gold über den schönen Clip, auch sehr stabil gemacht, bis hin zu einer wirklich ergonomischen Griffhaltung durch die Dreiecksform. Der Stift liegt meines Erachtens sehr gut in der Hand, ist aber natürlich Geschmackssache. Bestückt ist der NightEye K1 mit einer Mine des deutschen Herstellers Schmidt, und zwar mit der Easy Flow 9000 Ballpoint. Gut, an dieser Stelle gibt es eigentlich nicht viel mehr zu sagen, deshalb kommt die Mine gleich wieder rein. Der K1 ist insgesamt 14,6 cm lang und ist 44 Gramm schwer. Wie er sich jetzt bei einem praktischen Test schlägt, werde ich gleich zeigen. Und zwar mit der Variante in Army Grey. Nochmal hier die Ausführung in Desert und hier die Ausführung in Army Grey. Mein Test sieht wie folgt aus. Ich habe hier eine Schüssel mit Wasser vorbereitet und möchte jetzt einmal sehen, was passiert, wenn ich den NightEye K1 Tactical Pen für einige Sekunden im Wasser lasse. Zack. Ein kurzer Blick auf die Uhr. Der Stift lag jetzt 15 Sekunden im Wasser. Ich werde ihn jetzt herausnehmen. Schütte kurz das Wasser ab. Ach ja, übrigens, hier zeigt sich gleich noch ein Vorteil dieser Konstruktion. Denn durch diese Öffnungen, die auf dem Stift vorhanden sind, hier und hier, kann das Wasser zum Beispiel leicht abfließen und bleibt nicht im Gehäuse stehen. So, nun zum interessanten Teil. Wenn der Stift wirklich für raue Einsätze entwickelt wurde, dann sollte er auch in der Lage sein, nach längerer Zeit unter Wasser zu schreiben. Ob er das tut, wird sich jetzt gleich zeigen. Ich würde mal sagen, der Test wurde mit Bravour bestanden.
Wer den K1 mit einer anderen Mini betreiben möchte, kann dies natürlich auch tun. Denn es gibt zum Beispiel auch die Möglichkeit, die Mini des Fischer Space Pen für diesen Stift zu verwenden. Die Mini ist für einen Temperaturbereich von 121 Grad bis minus 35 Grad freigegeben. Ob die Mini sich in diesem Bereich tatsächlich auch so verhält, sprich ob sie schreibt, kann ich natürlich in Ermangelung einer dementsprechenden Testumgebung nicht ausprobieren, aber ich gehe einfach davon aus, dass der Hersteller das schon ausreichend getestet hat. Ja, damit komme ich auch schon langsam zum Ende meines Reviews. Ich zeige hier nochmal die beiden K1-Varianten im direkten Vergleich. Meiner Meinung nach sind beide Ausführungen sehr gelungen, allein von der Farbgebung her. Der K1 macht sicherlich nicht nur in einem rauen Umfeld, sprich in einem militärischen Umfeld zum Beispiel, eine sehr gute Figur. Nein, ich würde ihn auch als schönen Stift oder als schönen Schreiber zum Beispiel für ein Business-Meeting mitnehmen. Denn er ist einfach elegant, er liegt hervorragend in der Hand und er schreibt auch ausgezeichnet. Aber nicht nur das, sondern auch als Geschenk ist der K1 Tactical Pen sicherlich eine tolle Sache. Der Beschenkte wird sich auf jeden Fall über einen tollen Stift freuen. Das ist ziemlich sicher. Und aus diesem Grund attestiere ich auch dem Tactical Pen, dem K1, ein wirklich gelungenes Preis-Leistungs-Verhältnis. Der Stift muss sich aus meiner Sicht auf gar keinen Fall hinter anderen bekannten Marken oder ähnlichen Stiften verstecken. Denn er ist wirklich ein gelungener Wurf. Gut, damit bin ich auch schon am Ende meines Reviews angelangt und sage Tschüss, bis zum nächsten Mal.